begrüße Sie und Euch heute zu einem einzigartigen, außergewöhnlichen, sensationellen Event hier im Aachener Europress. Mein Name ist Ali Klaming und ich habe die Ehre, diesen grandiosen Wettbewerb von 7 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu moderieren. Deshalb möchte ich mich im Namen des Veranstalters, der Gesellschaft Deutscher Chemiker, bei denen es bestimmt auch Chemikerinnen gibt, und bei der Firma Evonik ganz herzlich für ihre finanzielle Unterstützung bedanken. Dann stelle ich die 6 Slammerinnen und Slammer auch vor. Luzi Dietrich, bitte Applaus für Sie. Marlene Gölden. Herr Dr. Alexander Kondinsky. Rainer Ostermann. Philipp Spitzer. Peter Heinzerling. Nachdem alle Slammer ihre Vorträge präsentiert haben, werde ich die 6 nochmal gemeinsam hier nach vorne bitten und ihr werdet für jeden Einzelnen durch euren Applaus zeigen, wer euch am besten gefallen hat. Applaus für die junge und sympathische Luzi Dietrich. Zauberer werden. Und in der Schule habe ich dann gemerkt, dass es da Parallelen zur Chemie gibt. Und genau das möchte ich heute euch erklären, wie man nämlich aus der Luft Chemikalien zaubern kann, wie zum Beispiel Treibstoffe oder Alkohole oder auch eben die neuesten Sneaker. Und dabei handelt es sich um die Hochtemperatur-Koelektrolyse zum Beispiel. Möchten wir also unsere coolen Sachen, also Treibstoffe fürs Auto, Kunststoffe oder Alkohole herstellen. Und genau das machen wir aus dem sogenannten Syngas. Und dieses Syngas können wir aus der Luft zaubern über die Elektrolyse. Syngas oder Synthesegas ist ein Gemisch aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. Und das sind zwar sehr harmlose Gase, also da kann auch nichts passieren, sofern man sich an die Sicherheitsvorkehrungen hält. Jetzt haben wir hoffentlich auch verstanden, was Syngas ist, nämlich eine Mischung aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff. Und jetzt bleibt noch die Elektrolyse selbst. Die hohe Temperatur ist ungefähr 700 bis 900 Grad. Wenn wir jetzt also mit unserem Zauberstab schwingen bzw. Strom durch die Zelle jagen, können wir unsere Edukte, CO2 und Wasser, umsetzen zu Kohlenmonoxid und Wasserstoff, also unserem Syngas. Ja, jetzt haben wir hoffentlich auch die Elektrolyse verstanden bzw. den Spezialfall der Hochtemperatur-Koelektrolyse. Und jetzt müssen wir natürlich von unserem Syngas noch zu unseren coolen Chemikalien kommen, damit ich auch tatsächlich gezeigt habe, dass man das aus der Luft zaubern kann. Und dabei, das geht katalytisch. Wir brauchen also einen Katalysator. Und mit dem Syngas kann man genau das dann machen in verschiedenen Reaktionen. Wir haben zum Beispiel die Fischer-Tropsch-Synthese für unsere Treibstoffe oder andere Synthesen, wie die Alkoholsynthese für Alkohole oder die Methanisierung für Methan. Ja, und dazu nun das Ganze, also abgesehen davon, dass ich es hingekriegt habe, meinen Traum zu verwirklichen, Zauberer zu werden, können wir CO2 nutzen und erneuerbare Energien, um die Welt zu retten. Vielen Dank. Also bitte Applaus für Herrn Einzelling. Die Nanochemie selbst ist im Grunde genommen uralt, nur die Abkürzung Nano, die ist noch recht jung, heißt eigentlich Zwerg, und die ist erst 1968 ist legitimiert worden, 1 Milliardstel Meter. Wie bringt man es in die Schule? Eigentlich ganz einfach. Die Schule braucht immer einfache, schnelle und billige Experimente. Der Anfangsunterricht wird häufig mit Lebensmitteln gemacht. Damit haben sie alle mit Kochplatten. Also gesagt, dann nehmen wir einfach jetzt mal eine Mikrowelle und vereinfachen das. Da haben wir erstmal hier die Farbstoffe in den Blüten, hier haben wir Wirkstoffe, Alkaloide, dazu zählt zum Beispiel auch Koffein, Nikotin,
Hier haben wir die Terpenoide, das sind die schönen Geruchsstoffe aus den Koniferen. Und da unten diese ganzen Polyphenole, die sich Antioxidantien nennen. Richtig? So, und die farbigen Nanopartikel, die goldenen, sind im Grunde genommen seit Urzeiten bekannt. Nur keiner wusste, dass das Nanopartikel waren, nämlich aus den Kirchenfenstern. Und eine dieser Goldfarben geht hier jetzt gerade rum, das Violett. Ihr müsst es nur gegen Licht halten. Das ist eine Dispersion mit Goldnanopartikeln von 100 Nanometer. Muss doch einfacher gehen. Man nehme eine Banane, schneide eine ganz kleine Scheibe, schmeißt die also in so eine hochverdünnte Silbersalzlösung oder hochverdünnte Goldsalzlösung, halbe Minute in die Mikrowelle und siehe da, wir haben Nanopartikel ohne 4 Stunden, halbe Minute. So, hier haben wir den Effekt. Ist er sichtbar? So, wenn ich jetzt um 90 Grad drehe, wird er schwächer. Polarisierung. So einfach kann Chemie sein. I'm proud to present you the famous, the one and only Dr. Alexander Kodinsky. Thank you. Good morning, everyone. What I'm going to talk about is chemistry, and chemistry is beautiful. So, but it's not only beautiful, right? You need to be beautiful, but also stable and functional. What is a good architecture? And Vitruvius basically says the 3 principles. It has to be stable, it has to be functional, and it has to be beautiful. And if you change from 8-volt, what we have here, to 6-volt, you can get these beautiful structures here, plus the ones that we have here. And when you do a cycle, you will see that you can have many cycles here. And this is where you get high energies. This is unstable molecule. And Vitruvius is all about stability. So how we can connect it? Look at also beautiful things, photonic solids. You can get something like graphite. And if you pull one string, you'll get something like graphene. I have it here. So just a normal sheet. Now the point is that when you want to make a structure for this, you have to bend it. But then you get a strain. You have to pay some energy price. Why is that important? We are using this on molecular metal oxides. And metal oxides are the most common materials on the Earth's crust. So harnessing them, we open the way to new technologies. For example, quantum computing, batteries, memory devices, homogeneous catalysis, name it. You will always want to build molecules which are stable, functional. In models like this based on Steckgluon on these interlocking disks are useful, but of course there are also other methods as well. With this, I would like to close, to thank all of you for your attention, and stay beautiful, yeah? Thanks. Kommt unser nächstes Lemma. Professor Dr. Rainer Ostermann. Ja, guten Morgen, Aachen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja, jetzt höre ich mich auch. Wunderbar. Nachdem wir heute Morgen schon über Magie, über Schönheit gehört haben mit der Chemie, möchte ich heute etwas erzählen über Geld, was man mit der Chemie verdienen kann. Ja, interessante Stoffe, die unser Leben tatsächlich bereichern. Was brauchen wir also? Was lernen wir daraus? Wir brauchen irgendetwas, wo wir ein hochwertiges Produkt aus günstigen Rohstoffen und einem günstigen und sicheren Prozess herstellen. Das gibt es tatsächlich. Und manchmal ist es gar nicht so schwer, wie man denkt. War beides bekannt, 1860, und dann kam dieser Herr, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, und hat das einfach zusammengemischt und hatte plötzlich Dynamit. Und damit war dieser Sprengstoff extrem gut handelbar, sicher, und der Herr Nobel ist reich geworden. Ne? Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie man eine Formulierung macht. Ja? Man nimmt 2 Stoffe und gibt die zusammen und erhält etwas, was mehr Wert hat. Und nächste Herausforderung steht schon an, haben wir ja auch im anderen Vortrag gehört. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, das Rohöl ist irgendwann vorbei. Und wenn Sie daraus Chemikalien machen können günstig, dann sind Sie der nächste Nobel. In dem Sinne, jetzt danke. Servus, Dr. Peter Philipp Spitzer. Es ist nicht so, wie es scheint, und so ein bisschen geht es auch in dem Vortrag. Ich erzähle euch halt was, warum Nerds vielleicht doch draufschwitzen sein können und auch sexy sein können. Ich hätte dann interessiert, wie sieht das denn in Chemie aus? Also wie seht ihr Chemiker? Ich habe auch wieder alles euch gefragt.
wie ihr euch selbst seht, ziemlich ähnlich. Irgendwie habt ihr euch damals ein bisschen schlecht, also unklüger gesehen. Weiß ich nicht. Und das sind Chemiker. Genauso wie Physiker. Also, wir sind klug, wir sind logisch denkend, gebildet, intelligent, aber so auf der Softskill-Ebene sind wir ziemlich schlecht. Romantisch können wir nicht, sanft sind wir auch nicht, gefühlsbetont nicht. So ein bisschen arrogant, streberhaft, ja. Also, so klassisch Nerd irgendwie. Ja, wo ist denn jetzt der Traumprinz? Seit Big Bang Theory 2009 wird der Nerd-Begriff nicht mehr übersetzt. Und seitdem ist so dieses Nerd-Image immer populärer. Man identifiziert sich so ein bisschen als Chemiker. Man ist da mittlerweile stolz drauf. Und zu Recht, Nerds sind nämlich durchaus erfolgreich und sexy. Bill Gates, der klassische Obernerd, die beiden Google-Gründer und Mark Zuckerberg. Aber sie machen Sport. Sie gehen nach draußen. Sie kochen und backen. Nerds sagen, gemeinsam was Leckeres kochen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Zu zweit kuscheln vor dem Fernseher. Also schon romantisch. Aus diesem Grund glaube ich schon, dass es den Traumprinz Nerd gibt. Denn Nerds und Chemiker sind relativ sexy. Vielen Dank. Ich war total begeistert. Ich wusste ja damals schon über das Profiterium, ja, Geld ist nicht alles. Man muss es auch besitzen. Ach, du meinst das Kunststück, bei dem man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheine hat? Davon 1, 2, 3 Scheine weglegt, mit den Fingern schnippt und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheine hat? Das ist mein bestes Kunststück, das werde ich dir doch nicht erzählen. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann ich in das Kunststück, bei dem man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheine hat und davon dann 1, 2, 3 Scheine wegkriegt, leider nicht zeigen, weil wenn ich mit dem Finger schnippte, habe ich nur 1, 2, 3 Scheine. Ich wusste aber ganz genau, der hatte damals 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheine. Begrüßen Sie jetzt die charmante und junge Wissenschaftlerin aus Tübingen. Ich bin Marlene und der Titel meines Vortrags wird euch bestimmt allen ein Begriff sein. Life in Plastic is Fantastic. Heute geht es nämlich um den Stoff, aus dem Bugs gemacht werden, nämlich Plastik. Nicht vergessen dürfen, dass Kunststoffe eigentlich sehr wichtig sind und in unserem Leben. Also wir wissen, Kunststoffe sind enorm wichtig und oft nicht ersetzbar in unserem Leben, aber selten stellen wir uns die Frage, woher kommt Plastik eigentlich? Wir konzentrieren uns heute aber mal nur auf biobasiertes Plastik. Wenn wir jetzt mal nur das Beispiel Polyethylen nehmen, wenn wir das nur europaweit statt aus fossilen Quellen, aus erneuerbaren Quellen produzieren würden, würden wir 42 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das wäre so viel wie 10 Millionen Flüge um die Welt pro Jahr. Aber gerade bei steigender Weltbevölkerung haben wir natürlich schon irgendwie eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie. Deswegen ist es gut, auch noch Ausschau nach Alternativen zu halten. Und da fallen uns vielleicht so Pflanzen ein, die man nicht essen kann, wie zum Beispiel Gras oder Holz. Mal einfacher Stoff, sieht so aus. Natürlich nicht so einfach, also auch für Chemiker ist sehr kompliziert. Das liegt daran, dass in der Pflanze aus drei Grundmolekülen sehr komplex und immer unterschiedlich verknüpft wird. Und deswegen sieht er auch in jeder Pflanze anders aus. Aber prinzipiell wäre es ja richtig cool, wenn wir das auch nutzen könnten, um daraus irgendwie Kunststoffe zu machen. Deswegen machen wir es uns einfach und starten mit einem der einfachsten oder einem der bekanntesten Monomere, die man aus Lignin gewinnen kann. Und das ist Vanillin. Das ist der mengenmäßig wichtigste Aromastoff weltweit und den habt ihr bestimmt alle schon mal gegessen, zum Beispiel in Vanilleeis. Genau. Und dieses Vanillin kann man jetzt, wenn man möchte, an verschiedenen Stellen modifizieren. Man kann zum Beispiel Wasser eliminieren und dann entstehen so lange Netze oder Ketten. Die können zum Beispiel so aussehen. Und dann, ich habe noch einen kleinen Downer für euch, wie schon angekündigt. wir haben natürlich ein großes Müllproblem mit Plastik.
Aber, wie schon erwähnt, wir können nicht komplett darauf verzichten, weil wir einfach total abhängig davon sind. Das wird in unserer heutigen Welt nicht mehr passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Kunststoffe als einen Wertstoff verstehen und nicht als Wegwerfprodukt und deswegen wirklich nachhaltig damit umgehen müssen. Was bedeutet, dass wir es nur da verwenden, wo wir es wirklich brauchen. Oder ihr studiert Chemie und findet Alternativen oder ihr macht alles zusammen, damit wir alle einen positiven Beitrag zu unserer Umwelt leisten. Vielen Dank. Jetzt darf ich die sechs Länder nochmal wieder nach vorne bitten und wir kommen zum Höhepunkt der Veranstaltung. Ihr werdet jetzt mit eurem Applaus entscheiden, wer den Titel Dr. ChemSlam bekommt und wer auf den Plätzen landet. Luzi Dietrich, vielleicht nach vorne und jetzt der Applaus. Peter Heinzerli. Alexander Kondinsky. Rainer Ostermann. Unser Nerdforscher Philipp Spitzer. Marlene Böll. Alexander, Peter und Rainer. Die drei bekommen eine Jute-Tüte und ein Erlenmeierchen. Den dritten Platz erhält Lucy Dietrich. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Auf dem zweiten Platz habt ihr mit eurem Applaus unser Gast aus Österreich, Philipp, gewählt. Einen ganz tosenden Applaus für den Sieger des Aachener ChemSlam 2019 für Marlene. Das Team der GDCH und ich möchten uns von euch verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich denke, wir haben einen neuen Blick auf die Chemie und eine würdige Frau Dr. ChemSlam.